Ein Thema, das wir ja doch ein paar Mal jetzt hatten auf unterschiedlichen Ebenen, ist das ganze Onboarding oder halt einfach in ein neues Team kommen. Und ich würde sogar in Klammer setzen, halt irgendwie Ziele setzen mit einem Team, weil das gehört für mich so ein bisschen in dieses, in dieses Onboarding hinein, weil ich onboarde ja quasi mich selbst in ein Team und übernehme damit Ziele oder neue Mitarbeitende müssen erstmal auch in die Ziele quasi eingeführt werden. Und da ist halt auch wie wir es jetzt, glaube ich, schon irgendwie relativ gut rausgearbeitet haben, wo halt diese Zusammenhänge sind. Ich meine, ich kann halt nicht ähm, Dinge nicht festlegen, aber sie dann verlangen. Wie du es immer sagst, das ist quasi diese Toleranzfrage, das ist, ist, ist der Kern äh, de, de, des ganzen Arbeitens sozusagen auf dieser Ziel- und dieser führungskräfte Und auch da, wenn man das wieder mit diesem Stichwort, man kann nicht, nicht kommunizieren, äh, aufnehmen wollen, ist, ist auch, das relevant, nämlich wie formuliere ich Ziele, gebe ich die selber vor oder lasse ich das nur mein Team machen oder nehme ich überhaupt dafür irgendwie Feedback an oder ähm, bin ich dann am Ende erst so, dass, naja, aber das haben wir jetzt nicht erreicht, kontextlos, also dann sagt man ja, das habe ich jetzt so nicht erreicht und wir haben über Ziele ein paar Folgen gemacht und das ist dann sehr spannend, weil man, wenn man erstmal da das richtige Mindset hat, um das jetzt wieder aufzugreifen, dann merkt man, wie viele Ebenen da drunter sind, die das Ganze erst so richtig funktionieren lassen. Weil da natürlich die Arbeitsprozesse dahinter stecken, da steckt Kommunikation wieder dahinter, da steckt vielleicht eine Disziplin dahinter, da steckt auch eine Reflexionsfähigkeit dahinter auf allen Ebenen, auf Teamebene, ob man den Zielen entsprechend näher kommt, ob man dort Unterstützung braucht und so weiter und so fort. Das heißt, das sind, finde ich, Dinge, die man gerade als neue Führungskraft, man kann eben nicht. Nicht kommunizieren. Also man muss ein Interesse auch zeigen an dem neuen Team, an der neuen Position, an dem neuen Unternehmen, in dem man ist. Also es wird nicht äh, einfach so in den Kopf von einem hineinkommen, einfach nur, weil ich vor Ort bin. Also so funktioniert das ja nicht. Das ist wieder dieser Lernen-Aspekt, dass ich da aktiv an die Sache hineingehen muss. Und da würde ich auch das genauso als wichtigen Punkt nehmen. Das ist es, es hat es hat ebenen es gibt stufen und man kann nicht nicht kommunizieren wenn ich in eine neue position komme